Familie Jafar mit Mohammed, Roka, den kleinen Kindern Rima und Roshin. Familie Jafar ist vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet und bereits im August nach Berlin gekommen. Mehrere Tage campten sie hier vor dem Lager so, um einen Asylantrag zu stellen. Sie haben damals ein Papier bekommen und ein bisschen Geld mit der Aufforderung, am 6. Oktober wieder zurückzukommen. Heute ist der 6. Oktober und wir sind hier und wir schauen, was passiert. Ja, wir stehen jetzt hier direkt vorm Lager so. Ich versuche den Termin wahrzunehmen, wurden aber leider nicht durchgelassen. Unsere Nummer wurde aufgenommen und der Herr konnte uns nur sagen, dass wir jetzt warten müssen, bis unsere Nummer auf einem Bildschirm angezeigt wird. Das kann aber einige Tage dauern. Dieser Bildschirm findet sich da drüben und wird erst ab um 9 Uhr eingeschaltet. Also wir warten jetzt seit ungefähr einer Stunde im Wartezimmer des Lageso unten im Keller. Wir haben es glücklicherweise durch die Schlange draußen vor der Tür geschafft, weil ein sehr netter Security-Typ uns hat durchgelassen, weil wir mit einer Familie und zwei kleinen Kindern unterwegs sind. Wir mussten dann hoch in den 4. Stock zu unserer Sachbearbeiterin oder jemand, der sich für uns verantwortlich gefühlt hat. Die ist dann mit uns nach unten gegangen in diesen Keller, um uns eine Wartenummer zu ziehen, die hier anscheinend wert ist wie Gold. Also da reißt sich jeder darum. Jetzt 12:30, wir haben ungefähr 2 Stunden im Warteraum gewartet, wurden dann aufgerufen von einer Übersetzerin, die die Fotos genommen hat von den beiden Erwachsenen und nochmal ein Formular ausgefüllt haben. Offenbar war das dritte Mal im letzten Monat, dass genau dieses Formular ausgefüllt werden sollte. Wir sollen jetzt noch eine halbe Stunde hier warten, weil es gerade Mittagspause ist. Es ist jetzt 12:45. Wir warten nur noch auf die Übersetzerin und hoffen, dass es dann bald zur Sachbearbeiterin geht. Die Stimmung hier drin ist ziemlich angespannt. Der Sicherheitsdienst ist sehr nervös, wenn jemand irgendwie keine Zahl vorzuweisen hat. Und selbst wenn, kann es dann passieren, dass man rausgeschmissen wird. Also es ist kurz nach 3:30. Wir hatten heute so ein bisschen Erfolg, zumindest den Termin für das BAMF haben wir bekommen am 9. Oktober. Leider müssen wir am 8. Oktober nochmal zurück und in die Schlange, um das Geld abzuholen, das uns heute nicht ausgezahlt wird. Wir sind alle ziemlich platt und erschöpft, aber trotzdem sind alle relativ gut. Heute ist der 8. Oktober, kurz nach 8 Uhr. Uns wurde vor 2 Tagen mitgeteilt, dass wir heute nochmal wiederkommen sollen, um zur Kostenstelle zu gehen. Es geht um die Übernahme der Kosten für die Wohnung und halt auch das Taschengeld. Und ja, die Situation ist ziemlich schlecht heute. Es regnet, es ist ziemlich kalt. Und Familie Jafar ist auch ziemlich angespannt, weil wenn sie heute nicht bedient werden, dann werden sie de facto obdachlos. Offenbar haben wir einen großen Fan hier im Lager so. Ich habe gerade mit einer Sachbearbeiterin telefoniert, die uns durchgelassen hat durch die Schlange und uns eine Wartenummer gegeben hat, damit wir schnell in die Kostenabteilung weitergeleitet werden. Wir sind jetzt hier wieder im Warteraum und hoffen, dass es nicht länger als 3 oder 4 Stunden dauert heute. Es ist 9 Uhr, wir waren jetzt 13 Stunden hier, nur um am Ende festzustellen, dass unser Fall heute nicht bearbeitet wurde. Wir haben nicht mal ein Papier in die Hand gedrückt bekommen. Die einzige Ansage, die es jetzt gab für uns, ist morgen früh um 8 wieder hier zu sein. Man hat uns versprochen, dass es keine Wartezeiten gibt. Das werden wir morgen früh dann überprüfen. Was noch ganz interessant ist, wir sind die Letzten, die heute rausgekommen sind. Und erst heute hat man uns gesagt, dass wir nicht mit der ganzen Familie aufkreuzen müssen, sondern dass es reicht, wenn der Haushaltsvorstand da ist.
Ja, es war ziemlich angespannt, alle sind total platt und müde und ja, wir werden jetzt mal versuchen, noch ein bisschen Schlaf zu bekommen.